Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich ein Thema ansprechen, und zwar, wenn ich mir eine Solaranlage, ja, bauen will, wo setze ich denn da überhaupt an? Ja, was für Wechselrichter brauche ich denn hier? Ich habe jetzt hier zum Beispiel diese Multiplus 2 5000, das heißt also 5000 Watt bringt mir der Multiplus, den ich hier verbaut habe, pro Phase. Ich habe ja drei Stück davon. Und das funktioniert auch alles wunderbar. In so einem Einfamilienhaus, denke ich mal, kommt man da auch wunderbar mit zurecht. Es ist nur meine Frage heute, wenn ich jetzt Geräte anschließe, die wirklich richtig viel Strom ziehen, wie zum Beispiel so ein Schweißgerät. Und ja, dieses Schweißgerät, das werde ich auf jeden Fall jetzt mal anschließen. Und zwar wird das hier, seht ihr, der L1 mit 305 Watt. Auf der Phase wird auch das Schweißgerät gleich laufen. Und da werde ich mal so eine schöne Naht ziehen. Dann wollen wir mal gucken, wie viel Watt denn hier gezogen werden. Oder wäre es dann vielleicht sinnvoller für mich gewesen, ein Multiplus 8000 oder sogar ein Multiplus 10.000 pro Phase zu verbauen. Also, das sollte man auf jeden Fall vor der Planung berücksichtigen. Was hat man dann überhaupt für Geräte an seinem Stromnetz? Und ja, wie viel verbrauche ich? Ja, als Testgerät habe ich hier so ein klassisches Discounter-Gerät, hier das Parkside PMSG 201 in dem Fall, das auch für wenig Geld schon gute Schweißergebnisse erzielt und was sich eigentlich so jeder Hobby-Bastler vielleicht auch zulegen würde und hätte das dann auch in seinem kleinen, ja, Haushalt. Und da wäre jetzt die Frage, ist da die Strombelastung für den Wechselrichter schon zu groß? Ich werde mal unterschiedliche Stromstärken ausprobieren. Und dann auch gleichzeitig mal an meinem, ja, Monitor ablesen, was tatsächlich dann auch verbraucht wird. Ja, viel Spaß dabei. Nun, ich starte jetzt mal mit 100 Ampere und 23 Volt. Nun, jetzt gehe ich mal hier auf ja, 23 Volt und 160 Ampere, das ist so das Maximum der Maschine. Und ja, dann schauen wir mal, was da passiert. Also, ich konnte auch eine sehr gute Naht schweißen. Schauen wir uns mal an. Also, gibt es jetzt nichts zu meckern, sage ich jetzt mal. Ja, also funktionierte mit 100 und mit 160 Ampere. Wechselrichter ist auch nicht ausgestiegen. Jetzt, ja, da kommen wir schon zum Fazit. Also einphasige Schweißgeräte würde ich jetzt mal behaupten bis 200 Ampere kann man wunderbar mit dem Multiplus 25000 verschweißen. Ja, muss halt darauf achten, dass man natürlich nicht gleichzeitig noch andere Geräte einschaltet, die viel Strom verbrauchen, wie den Elektroherd und ja, Wasserkocher. Kaffeemaschinen, alles was viel Strom zieht, das sollte man dann natürlich, wenn man am Schweißen ist, erst einmal auslassen. Aber alles in allem ist das auch trotzdem dann praktikabel. Man muss halt nur so ein paar Sachen beachten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da mal wieder ein bisschen einen Einblick geben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, Abo dalassen und die Glocke anmachen, damit ihr kein Video verpasst. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.